Hallo und willkommen zurück zu WoW Pre-Legion Invasions-Event Gnome Hunter Leveling Phase. Ja, wir sind immer noch hier mit Lizzie unterwegs, sind Level 84 mittlerweile schon und melden uns hier direkt mal Dungeon-mäßig an, gucken fix nochmal rein, weil ich schon wieder vergessen habe, ob wir einen zusätzlichen Dungeon haben. Ja, wir haben hier ein paar zusätzliche Dungeons bekommen in der letzten Folge. Die verlorene Stadt von Tolvir, Grimbatol und HDU, aka Hallen des Ursprungs. Beschissenste Inni in dem Add-on, also in dem Cutter-Add-on, wo das released worden ist. So, jetzt ist die Frage, questen wir hier noch weiter oder machen wir... eine andere Zone und ich würde sagen, wir gehen in eine andere Zone, weil, because, yo, das hier alles 82 und 83er Quests sind, das heißt, wir kriegen hier nicht optimal EXP, deswegen brechen wir die ganze Pisse alle ab. Was ist hier all noch offen? Ja, komm, hau ab. So, zack, gut, dann, ab durchs Portal nach Sturmwinds und in Sturmwinds werden wir dann mal schauen, wo wir uns denn hin verpieseln können. Wir haben eigentlich zur Auswahl Uldum und Schattenhochland. Ich denke mal, wir werden das Schattenhochland nehmen. Dazu müssten wir mal aber vorher vielleicht noch unseren Briefkasten checken und vielleicht mal eine Stoppuhr starten. Ja. Und falls ihr euch letzte Folge erinnert, ist die letzte Folge ein bisschen kürzer geworden und wir sind denn da, oder ich bin dann Mythic Dungeons gegangen mit meiner Gilde. Ich wollte das erst aufnehmen, aber da ich mit meinem Aufnahmeprogramm das Teamspeak leider nicht rausfiltern kann und ich alles mit einer Tonspur aufnehme, habe ich das dann doch sein lassen. Und wir sind außerdem auch, ja, eigentlich alle bis auf eine Mystic Dungeon gegangen. Also es wäre auch eine ziemlich lange, wo das wären mehrere mehrere Folgen gewesen, wo wir nur Mystic Dungeons gefarmt hätten. Ja, das hat mich denn da auch ein bisschen von abgehalten. So, Inji wollen wir noch nicht lernen. Wir wollen hier erstmal ein bisschen Platz machen. Soulbound. So, anlegen gebunden. Soulbound, Rotz, weg. So. Alles klärchen. Oh, Stiefels. Mit 21 Agi. Jo, nehmen wir. Nehmen wir. Aufräumen. Zack. Was sagt jetzt eigentlich unsere Kiste? Immer noch 3 Tage, okay. Sehr gut. Was wollte ich jetzt? Achso, wir könnten hier nochmal fix ein bisschen was ins, Hallo? In die Bank packen. Wir haben ja jetzt hier ein bisschen Platz, ne? So. Gut, und dann auf zu Anduin Vryn. Da haben wir jetzt ein bisschen Questerei hier in Sturmwind zu erledigen mit dem Wolfspub, aber naja, kann man nichts machen. Müssen wir, da das ja die Prä-Quest ist zum Schattenhochland. So. Oh, wo ist er überhaupt? Der Schlawiner steht hier nicht mehr rum. Für euren Dienst gegenüber der Allianz ist euch der Dank Sturmwinds gewiss. Die Allianz wird ein neues Schicksal.
War hier nicht die Quest, dass man sich mit Anduin bekannt machen soll und dann die Quest mit dem Schatten? Ach, die können wir auch gar nicht mehr machen, fällt mir gerade ein. Weil ein Teil der Questreihe hier im zertrümmerten Bereich war und. Jo. Was in den Abgrund? Mein Sohn der Prinz, ja doch, ist doch da. What the fuck? What? Mein Sohn der Prinz, ja, das war doch die Quest. Aber will er Königin nicht mehr. von What? Wo ist denn die Nervensäge? Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Na gut, ist ja eigentlich auch egal, weil wir noch 18, 28 Level brauchen. 28, sag ich schon. 88. Quatsch, 82%. Nö. Kaffee. Okay, so. Moment. Grail. So. Ist immer noch da, die Quest. Ist ja merkwürdig. So, was ich jetzt aber noch gucken will, ist hier in den Abgrund. Ist das dasselbe wie? Das ist in die Tiefen. Was dann hier in den Abgrund ist. Die Quest, die sagt mir ja mal gar nichts. Am Durchgang ist das, okay. Ist das die. Warte mal, Level 80? Das ist Vashir oder was? Schwatsch, 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 schwatsch. Na, Mibra, da ist sie. Das Glück sei mit euch. Ihr seid gesegnet, okay. Komisch. So, na gut, dann gehen wir mal halt nach Flintlocke hin. Ba, 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 ba. Schraub, 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 schraub. Ach so, dann fliegen wir hier direkt los. Okay. Dann ist die komplette Questreihe weg. Los damit! Haltet euer Pulver Jo, dann hier drauf oder mal das Feuer Spiel frei. endet. Hoffentlich geht jetzt nicht dem nächsten Dungeon auf, weil dann haben wir wieder ein Problem. Weil wir nicht joinen können, solange wir wieder auf einem Gefährt sind. Ach so. Wieso fliegst du? Schattenhochland ist in eine ganz andere Richtung, aber okay. Du fliegst in die falsche Richtung. Was auch immer ihr tut, nicht ohnmächtig werden, ja. Und warum startet man ein explosives Fluggerät mitten in Sturmwind? Anstelle daneben zu starten. Also nur so eine Idee. Well. Gute Landung, gute Landung. Als ob ihr das besser hättet machen können. Ah. Well. Probably. Probably. So. Tötet 10 Angreifer. Okay. Kriegen wir hin. Lesen wir weg.
Ja, die Hochstade wird hier gerade von der Horde angegriffen. Warum auch immer. Achso, Shibi, du darfst ja auch mal wieder mitkämpfen. Und ich kann mich auch erinnern, dass das früher anders war, dass das war hier noch so rumgeflogen ist. Aber es kann auch sein, dass das die Horde-Seite war. So. Oh, was haben wir denn hier? Laser, Laser, Laser. So. 10 Minuten. Bin ja hier. Leider. Ach, wir sind sogar schon fertig. So. Haben wir alles weggeschnetzelt. Dich lasse ich da mal am Leben, du bist ja sowieso gleich weg. Was kann ich für euch tun? So. Sammelt 10 Säcke Kanonenpulver. War da nicht noch eine Quest? Nein, okay. Lasst sie doch alle kämpfen. Ihr seid auch ganz schön lappig. Schafft da zu dritt nicht einen Ork wegzuhauen. Chisels. Und der, der am wenigsten gerüstet ist, scheint zu tanken. Ach, das ist auch nervig. Da muss man erst noch eine Questreihe machen, damit man das Portal nach Sturmwind aktivieren kann. Ah, ganz vergessen. So. Oh, hallo. Wie bist du vor mir hier angekommen? So, warte, was war noch okay. Hallo? Wo ist denn der Zeppelin? Sehe nicht. Also normalerweise müssten wir mit der Kanone weggelasert werden. Naja. Warten wir einfach. What? Die Kasu. Achso, der hat sich umgedreht, okay. Oh, die Kikisan Startzone Musik. So. So. Flattern wir wieder zurück. Schwatsch, 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 schwatsch. Und Hochstade ist
zurückerobert oder verteidigt. Weniger labern, mehr ballern! Jo, oh, mit Kurdan Windhammer dürfen wir jetzt schnacken. Mit dem Anführer der Wildhammer. Ach stimmt ja, das war ja zu dem Zeitpunkt, ist ja noch nicht in Ironforge. Das kommt ja erst im Anschluss, also wenn man hier fertig ist oder mit ihm... What? Kurdan, alte Worte. Hello. Hello. Was hast du noch Schönes für uns? Bergungsaktion. Und was, Naga? Ah, das war glaube ich unter Wasser, ne? So. Zack. Aber sogar zwei Quests. Achso, die Bergungsquest ist auch unter Wasser, okay. Piu piu. Piu piu. Wir haben immerhin nur noch 60% bis Pandaria. Zack, was sagt unser Dungeon? Nope. Das ist zu weit entfernt. So, und hier müssen wir auch noch Kisten einsammeln, 8 Stück. Das sollte, denke ich mal, Flugs gehen. Da ja hier keine anderen Spieler am Sammeln sind, haben wir niemanden, der uns hier die Kisten streitig macht. Piu piu. Oh, ein unter Wasser fliegendes fliegender Vogel. Wobei Luft ist ja auch ein Fluid im Endeffekt. Also schwimmt man eigentlich auch in der Luft. Schwimmt ein Vogel durch die Luft. Wenn man es genau nimmt. Fluid. Ein Fluid. Ich muss näher. Ich brauche ein Ziel. So. Und hier ist sogar noch eine Quest. Die irgendwo startet. Okay. Interessant. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das ist zu weit entfernt. So, wir haben noch eine Minute Atem. Gucken wir mal. Wir werden mal auftauchen, weil das wird wahrscheinlich im Schiff. Ah ne, ist an Land. Okay, oder an Land ist es ja nicht, aber auf dem Schiff. Was will der Gute denn von uns? Hello! Was geht euch durch den Kopf? Tötet Ophelia. Sirene. Wow. Ich werde hier als Köder benutzt? What the fuck? Die Versucherin des Meeres. Schmeckt sie. Ophelias Halo. Wendet eure Augen ab. Seht sie nicht an. Sie ist wunderschön, wie ein Engel. Hört nicht auf ihre Stimme. Well. Bye bye. So. Wunderbar, Quest abgeschlossen. Yay! Mögen eure Reisen sicher sein. So, oh, das waren 6%. Very nice, very nice. So, du kannst schon mal da hinten hingehen. Los, Feuer.
So, dann müssen wir jetzt hier noch zwei Naga killen und eine Kiste looten. So, Feuer, Feuer, Feuer. So, zack. So, und dann schrubbeln wir mal wieder zurück. Schrub, 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 schrub. Mal gucken, wie viel gibt's für das Rezept? Haben wir das drin? Unbekannt. Ich hätte vielleicht an der Mind Journal doch nicht deinstallieren sollen. Na, ärgerlich. Yes, indeed. Und wir haben Gürtel gekriegt. 318. Ah, komm. Gehen wir mal stur nach. Wir verlieren Tempo. Nee, denn nicht. Wir verlieren Tempo, denn nicht. Denn nicht. Stats sind gleich, aber kein Tempo ist doof. Kriegen wir immer noch nicht die Quest? Meine Fresse. Also hier von ihr kriegt man die Quest, um da das Portal nach Sturmwind zu aktivieren. Ich möchte aber mal gerne wissen, wieso sie hier die Nachtelfenportale haben. Oder die Smaragd der grünen Traumportale haben. Das habe ich noch immer nicht so ganz nachvollziehen können. Drachenportale sind es ja eigentlich, weil es ja von den Drachen gebastelt worden ist, glaube ich. Oder was doch für die Nachtelfen? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt wollen wir an die Küste und dort bei dem Kampf machen. So, ach da hinten. So, so, was sollen wir machen? Spät den Strand aus. Spät den, ich werde vom PvP-Kampf markiert. Ja, ja, bla bla. Und 12 Soldaten killen. Ja, kein Problem. Kein Problem. Oh, wir haben, uns gehört sogar der Strand. Kann man daran erkennen, an der Flagge da. An der Allianzflagge. So. Oh nein! Wo kam der denn? Wo hat der, wo haben die Klingenwerfer zu stehen? What? Wow, okay. Achso, wir müssen zur Flagge hin, okay. Oder auch nicht. Weil wir den wahrscheinlich besitzen, deswegen zählt das wohl irgendwie nicht, oder? Oder wir müssen uns selber als PvP markieren. Kann natürlich auch sein. Lass uns erstmal hier alle Orks killen und den... Alle Orks, die wir für die Quest brauchen. So, und dann machen wir hier mal PvP. Yay, PvP aktiv. Wir können jetzt gegankt werden. Wie geht's? Braucht ihr etwas? Was kann ich für euch tun? Okay. PvP.
Dungeon, hallo? Fehlt nur noch ein Tank, okay. Und was jetzt? Geht euch! Ich warte! Seid gegrüßt. Ziehe den Ehrenfreund. Für die Allianz. Okay, was sollen wir jetzt machen? Achso, die Schredder und Greifenmeister befreien, okay. Kriegen wir hin, denke ich. Aber so wie es aussieht, falls ein Dungeon aufgehen sollte, beende ich die Folge und packe das in die nächste Folge rein. Ja. Ich muss näher ran. Hier gab es, glaube ich, einen rare Mob irgendwo. Das hatte ich noch irgendwie in Erinnerung. Ich weiß nicht, ob es ein rare Schredder war. Oder, Hello, Leute. Hello. Ich glaube, das war hier, wo wir hin mussten, ne? War das hier? Hallo? Mussten wir die nicht irgendwie beschützen, dass sie repariert werden? Naja, machen wir erstmal die Schredder und dann sehen wir, wie sich die Zone aufklärt. Mit den, also hier mit der Markierung. Bin außer Reichweite. Ich brauche ein Ziel. So. Das ist zu weit entfernt. Ach, da sind die Zwerge. Da sieht man sie auf der Minimap so am Rand. Ich brauche ein Ziel. Oder zwei. So, ja, jetzt müssen wir noch die Zwerge da. Huch. So. Oh, achso, ja, die müssen wir aufpeppen hier, den Greifen. Redet mit mir. Bleibt sauber. So, jetzt sollen wir hier Kräuter sammeln. Können wir nebenbei noch ein bisschen XP fahren, indem wir die Shredder klatschen. Ja, und dann geht's an Pandaria und ich weiß nicht, ich glaube, Pandaria werden wir so machen, dass wir nur Dungeons laufen werden. Zumindest bis Level 87? Weil ab 87 können wir dann in die, oh Gott, wie heißt die Zone da im Norden? Ich weiß das schon gar nicht. Ach ja, Kung Lai Gipfel. Dann können wir in den Kung Lai Gipfel hier die Quest im Tempel machen. Und dann rein theoretisch hier in Tal der Vier Blüten rein. Das ist immer so meine meine Vorgehensweise. Und dann in die Schreckensöde. Oh, hier ist noch jemand. Yay, Grimbatore. Das sollte dann eigentlich für 85 reichen. Quetz machen wir aber dann noch fertig. Und geben auch noch alles ab. Ein Kraut brauchen wir noch. Wir haben es. Okay. So. Hallo. Seid auf der Hut.
geht euch durch den Kopf? Fort mit so, ich sag dann jetzt mal an der Stelle schon Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Znaf. Und Lizzie. Bye bye.